Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Natürlich haben wir uns riesig gefreut, dass die Liga wieder anfängt nach der langen Pause. Ist natürlich auch unangenehm, wenn man neu irgendwo hinkommt und muss dann direkt auswärts in Bielefeld antreten. Aber wenn man dann mal die zweite Liga durchblättert, gibt es keinen bequemen Auswärtsgegner. Deshalb sind alle Spiele sehr, sehr knapp. So werden es dann auch sein, außer eine Mannschaft verliert mal komplett den Faden. Ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit doch sehr hohe Spielanteile hatten, dass wir den Gegner doch spielerisch in dem einen oder anderen vor Schwierigkeiten gestellt haben. Bis auf die Einladungen, die von uns selbst kamen, hatte der Gegner kaum irgendwo einen Ansatz, um nach vorne zu spielen. Wir haben sie eingeladen und hatten dann das Quäntchen Glück in zwei Szenen, wo wir uns vielleicht selbst hätten bestraft. Aber ansonsten denke ich, gerade dann, wenn wir auswärts spielen und der Gegner lauert auf die Fehler von einem, haben wir es recht gut gemacht, was kämpferisch, läuferisch und auch in vielen Phasen spielerisch versucht wurde. Denke ich, gerade auch aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können, hätten wir noch mehr Räume bekommen, dann hätte der Gegner eine andere Spielanlage wählen müssen. Diamantakos hat leider dann in der 48. und ich glaube in der 74. Minute nicht das Schussglück gehabt, das wir vielleicht gebraucht hätten, um hier einen Dreier einzufahren. Und am Ende wird es dann auch wieder knapp, weil wir dann doch von Anfang an das ein oder andere fahrlässig gemacht haben, dass wir leichte gelbe Karten bekommen haben. Wir waren schnell mit unseren beiden Außenbahnen gelb belastet. Das ist meistens so, dass es dann nicht immer bis zum Schluss gut geht. Zum Glück war es erst in der 90. Minute. Aber aufgrund, dass dann die Partie auch etwas hitzig war, auch ein bisschen von der gegnerischen Bank ein bisschen Einfluss auf den Linienrichter genommen wurde, was völlig normal ist, ja, aber Gegner dann auch ein bisschen selbst versucht hat, aufs eigene Tor dann das Tor zu machen. So muss ich sagen, geht das 0-0 dann in Ordnung, obwohl ich sage, wenn wir die eine oder andere Situation für uns klarer ausspielen, können wir hier heute sogar gewinnen. Ja, ich glaube, dass der KSC, was den Ball angeht und Ballbesitz angeht, mehr Anteile hatte, aber das zählt natürlich im Fußball nicht unbedingt. Wir hatten eine klare Anzahl an Chancen mehr, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit, wo wir die Dinger nicht ganz so sauber durchgespielt haben. Der KSC hatte in 90 Minuten zwei Abschlüsse, die sicherlich gefährlich waren, wo es natürlich auch kippen kann. Wir haben die Woche schon einige Spiele gesehen, wo die Riesenchance auf der einen Seite nicht gemacht wird und dann auf der anderen Seite eben der Rückstand passiert. Deswegen bin ich froh, dass wir sehr, sehr stabil geblieben sind, dass wir sehr, sehr kompakt waren. Was wir heute nicht so geschafft haben, waren die früheren Ballgewinne, weil der KSC natürlich auch nicht in dieses offene Messer reinlaufen wollte, sondern dann meistens versucht hat, diese Reihe zu überspielen. Deswegen waren unsere Ballgewinne einen Tick später, dann war der Weg weit zum Tor. Ja, den konnten wir heute nicht in dem Tempo, wie wir es gerne gemacht hätten, absolvieren und auch nicht in der Präzision, was das Umschaltspiel angeht. Auch mit Ball haben wir zu früh versucht, den Gegner oder über den Gegner hinwegzuspielen, anstatt auch mal den Stürmer vorne laufen zu lassen, um dann die Situation ein bisschen besser vorzubereiten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wenn eine Mannschaft als Sieger vom Platz hätte gehen sollen oder dürfen, dann wäre es wir gewesen, weil wir ein paar Chancen mehr hatten als der KSC. Trotzdem müssen wir damit leben, weil wir zwei, drei Riesendinger liegen lassen und hinten glücklich sein können, dass wir natürlich dieses Gegentor, was ärgerlich gewesen wäre und sehr, sehr schwer gewesen wäre, nicht bekommen haben. Heißt, mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Mit dem Auftritt haben wir sicherlich noch auch Luft nach oben, das wissen wir. Wir haben auch erst vor ein paar Wochen begonnen und dafür sind wir auf einem guten Weg. Und wie gesagt, wir werden nächste Woche versuchen, eben diesen Dreier, den wir heute uns leider nicht gegönnt haben, nächste Woche zu holen. Danke. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.